hol mal die Schildkröte raus, bitte werf die da hin und lass die mal Eisen sammeln. So. Das sammle ich mal selber auf. Dann bringe ich das mal ins Lager. Ja, ja. Das bringe ich dann mal. Moment, da ist meine Lagertruhe für Eisen. Da können wir ein paar kurz den Stein reinwerfen. Können wir noch die Spiegeleier mitnehmen. Und dann teleportieren wir uns nochmal hier rüber. Ist ein bisschen viel hin und her immer, ne? Tut mir aber ein kleines bisschen leid. So, hier. Mach Steinbruch. Oha, das war zu viel. Moment. Ja, wirf das mal ab gerade. Okay, ich muss die volle Breitseite aufnehmen. Ah, ich kann das nicht mit der Maus. Ja, dumm. So, das lassen wir mal da liegen. Dann nach Hause. Das Metall da rein. Wieder zurück. Da. So. Rasiert ihr das jetzt weg hier? Oder? Ja, ihr streitet euch jetzt sogar drum, ne? Das ist schön. Mal gucken, wann sie fertig sind mit dem Lachs. Gut, ich lasse es halt einfach mal meine Schildkröte machen. Gut. Wir haben. Hier liegt noch was rum. Keine Ahnung warum. Hier sind noch 6 drin. Was sagt uns das? Oh, hier sind nur 51 drin. Leck mich am Arsch. Da muss ich nochmal wiederkommen. 2-mal sogar. Ist ja krass. 151. Mann, Mann, Mann. Haben sie tatsächlich was transportiert? Da werde ich ja ganz sentimental. Wir halbieren das, ja. Ah, reicht trotzdem nicht so ganz. Aber gut, ich schleiche nicht total. Eine schnelle Reise hier rüber, bitte. Machen Sie schnell. Und dann legen wir das auch noch hier rein. Dann gehen wir nochmal rüber. Wie gesagt, ich bin ziemlich interessiert dran. Warte mal, was wollte ich denn jetzt machen? Achso, ich wollte an die Kiste und ob die dann auch die... Ob Wolle produziert wird, währenddem ich nicht da bin. Ach, jetzt wird es ein bisschen langsamer. Okay. Ah, tut mir leid. Dit. Die bauen übrigens immer noch an meiner Munition. Alter, 40 Schuss nur. Ich hole die jetzt mit und dann war's das erstmal. So, wie sieht's denn mit der Zeit aus? Es wird Nacht, ne? Wir können vielleicht noch mal kurz bei den Eiern vorbeischauen. Das brüten wir aus. Das ist ein Melpaka. Das brüten wir aus. Das ist ein Lopi. Und dann noch das saftig Grüne, bitte. Das ist eine Biarde. Okay, dann sind es nicht mehr ganz so viele Eier. Das Knisternde und noch mal hier so ein Grünes. Und hier noch ein Zerfurchtes rein. So, ich lege mich schon mal ins Bett. Ja. Der Herr Kiesel ist aufgestanden. Wie weit sind wir denn jetzt hier mit dem... Naja, okay. Mach halt einfach mal weiter. Okay, das sieht ganz gut aus. Da brauche ich wahrscheinlich aber mehr Munition für. Ich kann jetzt... Oh, das war keine Absicht. Ich kann jetzt aber nichts herstellen, ne?
weil ich keine Steinkohle mehr habe. Okay, Steinkohle gab's da hinten. Nee, da wollte ich nicht hin, ich wollte hier hin. Und wollte Steinkohle holen. Ja. Ja. Du bist fast brauchbar dafür. Okay, jetzt ist Hitze. Dann machen wir uns mal in die Rüstung. Da könnte es jetzt sein, dass ich noch eine neue schon kann. Da muss ich mal gleich gucken. Oh, da hinten ist ein Ei. Mir gehen ja die Eier gerade so ein bisschen aus. Ne? Kann man ja schon mal drüber nachdenken, ob man sich dann eins einsammelt. Ein Ei bitte. Knisternd. Oh, das ist bestimmt gerespawnt. Ich habe ja zwischendurch ja schon mal gerelockt, weil es abgestürzt ist. Jawohl. Sehr schön. Lassen Sie bitte mal meinen Vogel. Und holen Sie dann schon mal die Schildkröte raus. Ja. Die könnte jetzt hier die Steinkohle wegbrettern. Du hin. So ist gut. Bretter Steinkohle weg. Okay, das sind... Das ist ziemlich viel. Okay, die restlichen... Okay, das war zu viel. Dann fliegen wir mal mit meinem Vogel hier rüber. Und dann geht's nach Hause. Und dann bringen wir die Steinkohle weg. Das Besorgen von Materialien finde ich ein kleines bisschen stressig. Weil wir haben ja jetzt auch dieses Erzding da, ne? Da müsste man dann auch mal gucken, ob die ja was machen. Vielleicht da nochmal eine Kiste hinstellen. Da gibt es ja nur Erz, keine Steinkohle. Ja, wir könnten natürlich eine Palbox an die da hinstellen. Dann könnte man da schnell reisen. Aber ob es das besser macht, habe ich auch keine Ahnung, wenn ich ehrlich sein soll. Aber das sind immerhin schon mal 115 Steinkohle. Warte mal, was braucht man für eine Palbox? Holz, Palladium... Warte mal, ich gehe mal hier rüber. Also, ich brauche wie viel Holz? 8, 1, 3. 8, 1, 3. So, nehmt das mit. Dann können wir da direkt hin teleportieren. Und wäre auch interessant, ich habe da auch was installiert, dass ich mehr Lager haben kann. Ja. Wäre interessant, ob das überhaupt funktioniert. Dann stell mir das Ding da einfach mitten rein und dann kann man da immer kurz hin und dann kann man das einsammeln und dann ist das gut. Dann können wir ja, weiß ich nicht. Mach ich ihn dann als nächstes. Muss mal gucken. Wo noch was zu reißen wäre. Schafe entsaften könnte man. Wobei das auch gar nicht so viel Kohle ist hier eigentlich, ne? Aber egal. Naja, stell das Ding mitten rein. Das Problem ist, ich muss es jetzt halt selbst bauen. Aber das geht ja verhältnismäßig schnell. So, Box fertig. Schmeiß die Schildkröte rein.
La 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 la
Das sind die Liga der Palfreunde. Was haben die denn in ihrem Käfig sitzen? Oh, das, da muss ich auch noch absteigen. Das muss ich leider einsammeln, das Ding. Ciao. 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 Ein Vogel macht das schon. So. Die Waffe ist ganz nett, aber meine Munition ist da nicht so reichhaltig. Gut. Könnte mein Vogel bitte wieder herkommen? Ich würde gerne aufsatteln und würde gerne mal gucken, was hier hinten so los ist. Ah. Wahlfreunde. Oh, das sieht irgendwie ein kleines bisschen spektakulärer aus, als ich gedacht habe. Hier liegt eine Palseele rum. Das Ding können wir ja mal einsammeln. Da hinten ist noch eine Kiste. Die, oh, da ist Lava. Lavazza. Oh, Gelbsi Ignis. Einen Augenblick bitte. Ich würde gerne auf Gelbsi Ignis schießen. Okay, mein Vogel hat es gleich wegrasiert. Das Gelbsi ist rausgekommen. Ja, das war... Oh, halt, hallo. Was willst denn du, Iggy? Ja. Was ist denn dein Auftrag? Oh! Oh, das war kein... Das war nicht mein Ziel. Nicht mein Ansatz. Hier ist ein bisschen viel Palladium unterwegs. Das sollte ich vielleicht kurz... Sollte ich vielleicht kurz drüber nachdenken, ob ich das mitnehme. Ja, viel ist also relativ, aber... Mehr wie sonst. So, sind wir jetzt... Ah ja, wir sind jetzt exakt da, wo ich hin wollte. Gut, dann machen wir wieder auf den Vogel. Und dann gucken wir uns hier mal um. Das ist schon ganz schön aufregend hier. Wow. Da hinten ist auf jeden Fall ein Ei. Das Ei ist jetzt noch das Spannendste hier. Und da müssen wir mal gleich gucken. Da drüben ist dann, das ist das Wüstengebiet, denke ich. Ja, ja, das ist die Wüste. Da müssen wir jetzt hier lang. Ah. Werden wir mal hier so von Brocken zu Brocken tingeln. Um das hier freizulegen. Da unten, das sieht aus wie Steinkohle. Warum? Du hast doch gerade noch volle Energie. Was ist denn jetzt passiert? Hm, was war denn da los? Das sah doch aus, als hättest du volle Energie. Da sind wir doch alle ein kleines bisschen unzufrieden mit. Hm, das Steinkohle. Okay, wir fliegen mal. Ist das auch... Deckt das auch alles auf? Nee, ne? Das habe ich irgendwie befürchtet. Dann fliegen wir mal hier runter. Also, wir fallen. Fliegen ist das nicht. Aber da ist Steinkohle auf jeden Fall. Das ist richtig. Die nehme ich mit. Da steige ich schon mal von meinem... Nee, das machen wir anders. Wo ist meine Schildkröte? Ja. So. Naja, du kannst das eine komische Aktion mal aktivieren. Kommst du kurz und gehst hier? Hier so, den. Den sollst du abrasieren. Ach, jetzt ernsthaft. Ah, schmeiß mal das hier weg. Ja, ich möchte den Stein gerne entsorgen. Okay, es reicht noch immer nicht. Was ist denn das für ein Quatsch? Oh, ich habe eine Dazi-Wolke.